Bei Sonnenaufgang reiten wir los. Guten Morgen miteinander. Morgen. Mal eine Frage, hast du deine Schlaftabletten gestern noch genommen? Nein. Ich habe Fußball geschaut und dann bin ich eingeschlafen. Dann habe ich die Aloe Vera vergessen. Aloe Vera? Ja. Okay. Anfängerfehl. In dem Fall ist. Immer heute. Es war Probetag. Ja. Gestern haben wir aber noch einen Shake gehabt. Also, wir müssen jetzt haben zwei gestrichene. Nein. Ja, ich weiß es nicht, was man da tun soll. Einer. Für, wie heißt das? Also, wir haben ein Video angeschaut, das ist ziemlich lang, und zwar geht es um Folgendes. Sie hat dort ein Konzentrat angemacht und dann hat sie Wasser mit in ein Glas hineingeleert und immer so ein Gutschein. Also im Prinzip ist es ein Sirupkonzentrat, das man dazu nimmt. Dann haben wir das auch. Ja. So ein eingestrichene Messlöffel. Das ist das grüne Pulver. Was ist das da? Messlöffel. Da. Da hat ich da alles gestern aufgehört. Ah, da hätte ich mir jetzt wirklich können da reinlegen. Einfach so. Guck mal. Ja. Das ist kein Messlöffel mehr. Das ist ja. Das ist ein Messlöffel. Nehmen Sie dafür eine winzige Menge von den Teigen. Hauptsache, du hast jetzt die Töpfe voll. Ein gestrichener. So. Und jetzt machen wir hier. Zack. Und jetzt machen wir Konzentrat. Da. Wie viel sind wir jetzt hier? Zum Halben? Hä? Halben? Wir tun noch mal ein bisschen rein, einfach zum Mischen. Gut, das lange nicht. Spucke. Spirale drin. Gott, die nicht da. Die Spirale hat keine Hormone. Ich meine da. Mini. Du kriegst bis. Das sieht vertrauenswürdig aus. Ha? In 7 Monaten hast du so obere Arm vom Schäger. Die haben wir müssen messen, haben wir gestern übrigens auch gemacht. Wohlfühlfach. Ich bin schwer. Dicke Ranzen, dicke Hüfte, kleine Oberschenkel, dicke Hals, große Brüste. Willst du deine nochmal machen lassen? Was? Ja, da. Brustumfang und Oberarme 33. Also nicht angespannt. Ja. Aber gestern war es, als ich gemessen habe, habe ich das Maßband verkehrt und dann habe ich gesagt, 116 ist ein bisschen viel. Aber. Du, mach nichts. Okay. Machen wir das. Also, jetzt müssen wir da. Machen wir das einmal. Zählen wir zuerst Wasser und dann das. Und zuerst da. Rasiert. Dann testen Wasser rein. Jetzt haben wir wieder von unserem super Wasser. Haben wir schon abgefüllt heute Morgen. So. Am Anfang soll es ja hell sein. Jetzt habe ich gesagt, die ersten paar Mal soll es nicht so dunkel sein. Gut, dann nochmal holen. Ist denn gut? Hüla! Das ist hell. Giftig. Na bitte. Sieht aber geil aus. So ein. Die anderen mischen zu Spinat und Salat drin für das Smoothie und wir haben so eine Spirale trinken. Die ist ja kaputt gegangen. Weil das ist vor dem Schlafen. Welches haben wir jetzt noch gesagt? Irgendwas muss man am Morgen nicht. Ah, in das übrige steht mit der Kapsel. Ja, das ist cool. Ich glaube, das ist wirklich okay. Also irgendwie sollte jetzt eigentlich hier an dieser Stelle ein Beitrag kommen, aber ich schlage vor, wir machen einfach mal weiter. Das ist jetzt nur am Anfang so, bis wir da das ein bisschen organisiert haben. Nachher haben wir es dann gegriffen. Wie bist du ausschaut? Wie bei den Sioux und am Sofa? Jetzt ist es am besten, wenn wir die Kapsel gerade auch noch mit dem ablehnen. Ich denke auch. Muss man mit 2 Kapseln nach dem Aufstehen. Ja, da sind wir jetzt so weit. 1, 2. Danke. Was ist denn noch? Was ist denn noch vor dem Frühstück? Müssen wir auch noch etwas mischen? Eingestrichene Messlöffel. Ja, dann müssen wir noch echt etwas zusammen mixen. Da, ja. Vor dem Frühstück? Ich weiß es nicht, ich bin zu blöde dafür. Ja, also vor dem 8, wenn wir um 12 Uhr zu Mittag essen, dann müssen wir 4 Stunden dazwischen haben. Übrigens. Gestern Hunger kann auch die dem Nachtessen.
Nein. Guten. Guten. Kannst du dich bitte nennen? Ja. Ich bring dich um. Aber. Da musst du durch. Das wird schon gehen. Wo bin ich denn? Und es schmeckt noch nichts, das ist immer noch Wasser. Ich habe das Gefühl, dass da etwas Grünes drin ist. Mit dem noch ein kleines. Ja. Als wir es noch probiert haben, ist es ja süß gewesen. Ja, aber das ist pur mit dem Finger gewesen, aus Pulver. Aber. Was ist das da? Es ist weder grusig noch sonst irgendwas. Vor Frühstück. Ja, aber dann müssen wir vor dem 8 Uhr nehmen. Willst du das auch jetzt gerade schon? Ja, ja, das ist jetzt. Sind wir aber sportlich. Ich will mehr, immer mehr. Dann müssten wir noch mal einen Shake haben. Ein Messlöffel. Und dann schnell holen. Da kochst du einmal und schon steht alles voll. Ja, mit dem kannst du nicht shaken. Das ist ein Pulver, das kann man auch rühren, oder? Nein, ich bin shake. Ja, warte, machen wir es so. Wir lernen das da rein. In der zweiten Flasche habe ich so viel zusammengepanscht, dass ich es selbst nicht mehr weiß. Ich komme vorne, das ist okay, ich probiere es. Ich habe nicht gedacht, jetzt nehmen wir das Reagenzgläschen. Smörebröt, Smörebröt, ein bisschen von diesem, ein bisschen von diesem. Und jetzt, wenn alles gut geht, haben wir Schwupp. Also, das ist mit 3 Dezi. Wir sind jetzt die zweite, dann müssen wir 2. Aha. Ja, dann tun wir den füllen. Also, wie viel nehmen wir? Ein gestrichener, eins. Und jetzt nur 2. Gestrichen. Smüre, Brüt, Smüre, Brüt, Rem, Tem, Tem, Tem. Was ist das noch für den Muppet Show von früher? Das war so ein Koch, der hat immer alles zusammengemixt. Also, ich muss sagen, die Brühen, echt für die? Ist keine Grund für dich, den Kopf zu hoch zu nehmen. Muppet Show. Vielleicht können wir die Alten vom Balkon. Hey, bist du öfter hier? Hey, Süße, was geht ab? Möchtest du meine Briefmarkensammlung sehen? Ich fühle mich immer so deine Richtung. Das ist aber braun, das ist nicht grün. Ich kann's noch. Wir haben eine neue Farbe. Übrigens, nebenbei dürfen wir auch mal einen Kaffee trinken. Oder ungesüßten Tee. Du mal, ich hole noch so etwas Gläser. Ich will ja nicht so schöne Arme zu verschütteln. Die Farbe ist jetzt nicht so anmächelig. Grün, lieber grün. Gut. Ich will mal die Hälfte. Willst du die Hälfte? Ich will die Hälfte, nicht du die Hälfte. Aber ich sage 3. Was meinst du? Ist das das Durchputzding? Keine Ahnung. Ich glaube. Du hast Betriebsanleitung gelesen. Das ist schön, das ist das Leaf-Vibe, das ich immer noch nicht weiss, wie man es ausspricht. English for Runaways. Man nicht weiss noch, was schmeckt. Aber man muss es schnell trinken, das verdickt. Ich glaube, schnell muss man schauen, das wird schon wehtun. Prost. Was tue ich mir da an? Wenn man was zusammenmischt, dann fermentiert sich doch irgendwas und das wird dann meistens sowas wie Dünger. Das schmeckt aber gut. Ja, wenn man es einmal geschluckt hat, ist nicht schlecht. Aber zum Anschauen schmeckt es. Ist gerade ein bisschen übel, aber das ist so, wie soll ich sagen, Zitronen-Banane-Smoothie. Ein, dickflüssige Pampa. Ja, wenn ein bisschen zu wenig Wasser. Soll ich noch wieder mischen? Nein, das machen wir vorne, das nachher. Man darf es doch nicht durcheinander bringen. Im Magen ist das auch trennt. Nein, das musst du über den ganzen Tag nehmen und das musst du vor dem Morgen nehmen. Okay. Also von dem können wir jetzt den ganzen Tag wieder da, wir haben sie da ein bisschen auf die Zeit getan, können wir dann den ganzen Tag wieder ein bisschen trinken. Jetzt wird man sowieso, es wird wieder heiß heute. Super. Also die Konsistenz ist schon ein bisschen so... Aber im Mund drin geht es nicht. Aber es ist nicht grusig. Ja. So. In dem Fall, was ist der nächste Posten, den wir machen? Ich weiß es nicht. Ist es? Ja, das nehmen wir jetzt zum Nachtessen. Mittagessen.
Und das nachlesen. Oder auch einmal einen Beutel brauchen wir am Tag. Von dem Matcha-Tee. Ah ja, genau. Den können wir aber auch machen, dann, wenn wir wollen. Machen wir nächstes Mal auch. Machen wir die Topfe. Ja, und das Nachtessen trinken wir einen Matcha-Tee. Damit wir auch sehen, wie lecker es der aussieht. Cool. Nicht viel besser, als er aussieht. Dann sollten wir mal arbeiten. Wir fit nicht, in den Tag. Wir haben noch nichts abgenommen, muss man betonen. Und bist du schon wieder auf der Waage heute? Nein, ich meine, weißt du, so von gestern oder fit. Wir haben noch nichts abgenommen, fühlst du dich vitaler? Die Luft draußen. Oder? Ich bin erst gerade aufgestanden. Hey, eben auch. Ich bin eigentlich immer fit am Morgen, von dem her. Mm, okay. Fragst du mal bitte noch. Bis später. Ciao miteinander. Schönen Tag. Ich habe fertig.